Namaste und herzlich willkommen bei Sing Free Love. Inner child, I feel you. Feel your pain, drown it in my love. I am here for you. Ja, heute haben wir ein total spannendes Thema, ein wirklich schönes Thema, nämlich Stimme und Selbstwert. Ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist und das sehr oft vorkommt in meiner Arbeit als Gesangstherapeutin. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Idaya C. Ich bin Psychologin und Gesangstherapeutin und ich arbeite viel mit Menschen, die Angst davor haben, sich zu zeigen, sich mit ihrer Stimme zu zeigen. Ja, das ist so, kann man sagen, ein bisschen der Klassiker in der Gesangstherapie, dass jemand kommt und sagt, ja, ich weiß nicht, ich kann nicht singen oder mir wurde gesagt, ich kann nicht singen oder es hat gar nichts mit nicht singen können zu tun, sondern dass es mehr darum geht, irgendwas hält mich zurück, ich kann mich nicht zeigen, ich kann mich nicht ausdrücken. Ja? Die Stimme und die Persönlichkeit sind sehr eng miteinander verbunden. Also Kritik an der Stimme ist immer auch Kritik an der Persönlichkeit. Das ist, kann man eigentlich kaum trennen. Und ja, die Stimme ist einfach sehr, sehr persönlich. Mit unserer Stimme nehmen wir Raum ein. Also wir zeigen uns, beziehungsweise wir als erstes machen wir uns hörbar. Aber dadurch, dass wir uns hörbar machen, machen wir uns auch sichtbar. Wir zeigen uns. Wir nehmen Raum ein, wenn wir viel und laut singen, dann breiten wir uns auch aus. Also ich breite mich aus mit meiner Stimme und das ist etwas, was viele als sehr beängstigend empfinden, wo sie Angst haben, was passiert jetzt, wenn ich mich ausbreite, wenn ich mich zeige, wenn ich gehört werde. Ja? Vor allem ist es etwas Beängstigendes, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, das heißt in der Kindheit, dass man irgendwie, keine Ahnung, sehr oft gehört hat, sei nicht zu laut, sei nicht zu wild oder ähnliches. Und dass irgendwie gefährlich war, sich zu zeigen, Raum einzunehmen und gesehen oder gehört zu werden. Das sind Dinge, die hängen da an der Stimme dran und das ist ein ganz wichtiger Bereich der Gesangstherapie, ist das Singen, um den Selbstwert zu stärken. Und das Wichtige, was ich euch heute noch erzählen möchte, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstvertrauen? Weil das sind zwei Begriffe, die werden sehr oft verwechselt, werden durcheinander gebracht und sind aber sehr entscheidend, wenn man mit dem Selbstwert arbeitet. Und zwar, Selbstvertrauen ist etwas, was sich auf Fähigkeiten bezieht. Auf etwas, was ich kann, auf eine Leistung, die ich erbringen kann. Also zum Beispiel, sagen wir mal, gut in der Schule sein, sozial kompetent sein. Das sind Dinge, die beziehen sich auf das Selbstvertrauen. Viele von uns haben eigentlich durchaus ein großes Selbstvertrauen, weil wir eben vielleicht gut in der Schule waren oder so diese Grunddinge alle geschafft haben, weil man beliebt ist, wenn man nett ist und ja, weil eigentlich alles so ganz gut läuft und man hat schon ein Vertrauen darin, dass man, wenn man sich so und so verhält, wenn man sich bemüht, dass man dann auch etwas erreichen und etwas leisten kann. Ja? Tun. Selbstwert wiederum ist was ganz anderes. Da geht es darum, so zu sein, wie man ist, ganz ohne eine Leistung. Ganz ohne etwas erreicht zu haben, ganz ohne etwas Bestimmtes getan zu haben. Einfach so für das Sein, gemocht zu werden, bedingungslos geliebt zu werden. Also es geht wirklich um diesen Wert, den ich habe, auch wenn ich nichts tue. Und das ist bei vielen eine sehr große Schwachstelle.
Das, da kommt auch dieses nette Mädchensyndrom sehr häufig in dem Zusammenhang vor, wobei das nette Mädchensyndrom betrifft jetzt nicht nur Frauen und Mädchen, betrifft auch Männer. Und das bezieht sich eben darauf, dass ich durchaus eben ein starkes Selbstvertrauen haben kann. Eben, ich war gut in der Schule, ich weiß, wenn ich lächle, dann bin ich beliebt, dann mag man mich, dann erreiche ich die und die Sachen. Ja. Also das passt, aber ich habe eine tiefe, tiefe Unsicherheit, was meinen Selbstwert betrifft. Also mag man mich noch, wenn ich mich nicht bemühe oder wenn ich auch mal grantig bin, wenn ich nicht lächle, wenn ich wütend bin, wenn ich mich authentisch zeige. Also dieses gemocht und geliebt werden, wenn ich mich nicht bemühe. Einfach dafür, wie ich bin. Das ist etwas, was oft ein Problem ist. Ich weiß nicht, kennt das wer von euch? Es kommt ja doch auch relativ häufig vor. Ja? Ich rede aus eigener Erfahrung. Auch ich habe das erlebt in meinem Leben. Ich war eben ja, ziemlich gut in der Schule, ohne dass ich jemals irgendwas dafür machen musste. Und ich war auch halbwegs sympathisch und nett durch mein Lächeln und so. Aber wenn ich wütend geworden bin oder ähnliches, dann haben mich vor allem meine Eltern sehr oft dann eher nicht gewollt oder nicht so ausgehalten. Und dadurch kamen große Zweifel, was mein Selbst betrifft und ob ich okay bin, wenn ich wütend bin. Also gerade Wut zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, aber Wut ist etwas, was einem sehr oft begegnet, vor allem bei Frauen, was unterdrückt wird, was nicht sein darf. Das ist bei Männern, glaube ich, noch eine Spur anders. Bei Männern geht es vielleicht dann eher um Tränen oder um das Zartsein, Weichsein, das, was wir Frauen ja alles sein sollen, sollen Männer wieder nicht. Also da geht es dann ums Geschlecht. Aber grundsätzlich geht es darum, sich mit all seinen Facetten zu zeigen. Wut ist tatsächlich ein Thema, wo viele auch Angst bekommen, was passiert umgekehrt, wenn ich meine Wut zeige und die anderen halten mich jetzt nicht aus, werde ich dann eben alleine gelassen oder werde ich dann zum Außenseiter oder was denkt man dann über mich? Bin ich okay in meiner Wut? Ja? Und das wiederum kann zu Mechanismen führen, wo man sehr, sehr viel Wut unterdrückt und immer recht nett ist und irgendwann bricht die Schleuse auf und dann kommt halt die Wut dann extrem stark und heftig und unverhältnismäßig heraus. Auch das ist etwas, was sehr häufig vorkommt. Viele sind traurig, obwohl sie eigentlich wütend sein müssten. Oder umgekehrt, sie sind wütend, obwohl sie eigentlich traurig sind. Das Wut und Trauer ist etwas, was oft sehr stark durcheinander kommt, weil man nur das eine oder das andere sein darf oder soll. Und das wiederum ist etwas, was auch sehr stark auf die Stimme geht und auf den Hals, weil der Ort, wo Wut und Trauer gespeichert werden, wenn man sie eben runterschluckt, ist der Hals. Das hört man dann auch sehr stark oft an der Stimme, dass die Stimme blockiert ist, dass sie nicht fließen kann, dass es hier zu ist, zum Beispiel. Das ist auch etwas, womit man in der Gesangstherapie sehr stark arbeiten kann. Wenn man die Stimme aktiviert, kann es sein, dass plötzlich starke Gefühle kommen, vielleicht eben Wut oder Trauer, dass das gelöst wird und plötzlich kommen die Tränen oder die Energie. Wut hat auch viel mit Energie zu tun, mit Kraft. Ja? Die Wut ist ein Antrieb. Ja? Das ist Aggression ist eigentlich ein Antrieb. Im Lateinischen kommt Aggression von aggredere, das heißt eigentlich vorangehen, etwas voranbringen. Ja? Also Aggression ist eigentlich etwas voranbringen. Deshalb ist es so wichtig, die Gefühle im Fluss zu haben und wütend zu sein, wenn man wütend ist und traurig zu sein, wenn man traurig ist. Und dass alles okay ist. Und da wiederum geht es wirklich darum, sich auszudrücken. Und dann sind wir wieder beim Thema Stimme.
Weil die Stimme ermöglicht es uns, uns auszudrücken. Ja? Beim Singen ganz speziell Gefühle auszudrücken, aber auch so durch das, was ich sage, ja? Meine Meinung zu sagen. Ja? Eben eine Stimme zu haben, die eigene Stimme zu erheben. Das sind alles Dinge, die sind so stark mit der Stimme verbunden. Und wenn ich eben zu meiner Stimme stehe und meine Stimme klingen lasse, dann stehe ich auch zu mir selbst. Dann bin ich authentisch und dann bin ich in meiner Wahrheit. Und das ist das, was wir brauchen. Das, was wir alle brauchen. Das, was wir für unseren Selbstwert brauchen. Denn der ist bei sehr vielen Menschen angeknackst. Ja.